Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 auf der PlayStation 4 auf der Karte El Tanzia La Bajo auf dem Platinum Edition. Und ja, wir fahren gerade mit unserem kleinen Trecker, unsere kleine Seemaschine, übers Feld und machen mal, würde ich sagen, ein bisschen Raps. Ja, da mal ein Rapsfeld machen. So. Das sollte nicht allzu lange gehen. Der 1050, der ist bei und fliegt noch. Wir haben jetzt noch zwei Felder, also mit dem hier eigentlich drei zum Fertigmachen. Aber das sollte heute kein Problem sein. Und wir sollten uns ein bisschen um die Kühe kümmern. Wir bräuchten da mal noch ein bisschen Gras. Und ja, vielleicht sollten wir uns nicht bloß um die Kühe kümmern. Vielleicht sollten wir uns da auch um andere Tiere kümmern, die wir vielleicht noch nicht haben. Vielleicht sollten wir uns Schafe besorgen. Schafe und dann einen Haufen Schafwolle verkaufen. Aber jetzt machen wir gerade mal das Feld hier fertig und dann kümmern wir uns mal um das Gras für die Kühe, die haben kein Gras. Damit die wieder ein bisschen was Vernünftiges zu fressen haben. Mal schauen, mit welchem Trecker wir das alles machen können. So, mit dem großen, mit der großen Seemaschine lasse ich eigentlich den Helfer gar nicht fahren. Das geht viel zu lang. Das können wir hier mit dieser Arbeitsbreite eigentlich gerade selber machen. Das geht ein paar Minuten und dann ist das erledigt hier. So, und der hat bis jetzt die Seemaschine einmal erst aufgefüllt, aber nicht mal voll gemacht. Das konnte ich mir nicht leisten. Aber das ist schon mit diesem riesen Tank hinten dran, ist das Wahnsinn. Da kannst du schon ein paar Felder mitmachen. Seitdem der Big Bud eigentlich den Hof mit der Seemaschine verlassen hat, war der gar nicht mehr da. Da hat hier noch das Feld gepflügt. Da habe ich aber den Flug zum Feld gebracht und bin nicht mit dem Big Bud extra zurückgefahren, weil das hätte viel zu lange gedauert. Also bleibt der eigentlich irgendwo in der Nähe vom Feld. Der fährt wahrscheinlich, wenn er nicht kaputt geht oder wenn wir nicht irgendwie tanken müssen. Ach, wir reparieren das Teil auf dem Feld und tanken das auf dem Feld. Genau so machen wir es. Okay, jetzt kann es sein, damit mir vielleicht doch noch das Saatgut und Dünger zum Schluss ausgehen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Wie schnell das da runterzählt, ist natürlich eine ordentliche Breite, was wir da mit einmal ansehen können. So, jetzt reicht das natürlich gar nicht. Muss ich da denn noch mal runterfahren?
Aber vielleicht machen wir die anderen beiden Felder irgendwie was Spezielles drauf. Sonnenblumen oder so. Da können wir dann die andere Sämaschine nehmen. Wir haben noch eine auf dem Hof. Oder Rüben. Rüben wäre eigentlich noch so ein Thema gewesen. So, jetzt sind wir nämlich schon auf 800 runter hier mit dem Saatgut. Das gefällt mir irgendwie nicht. Gut, ich kann auch den hinteren Anhänger abmachen. Also hier den Tank quasi. Und damit zum Hof fahren und das wieder auffüllen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. So, noch einmal hier lang. Und dann ist das Feld schon fertig angesät. Ich hoffe, ich komme da noch hin mit dem Saatgut. Das habe ich gerade noch so geschwärmt, damit ich noch nie nachfüllen musste, obwohl ich es nicht mehr voll gemacht habe und jetzt geht es mir denn aus. So, noch 400 Liter, das sollte einfach noch für das Feld reichen und dann wird es wahrscheinlich erstmal schlecht aussehen. Okay, wir lassen den aber trotzdem hier stehen. Genau, jetzt schauen wir aber auf den Hof. Mit was wir eigentlich Stroh machen wollen. Ich habe gar keinen richtigen Trecker hier mit Fronthydraulik. Den da. Wohl, einen habe ich. Einen. Der JCB muss die Arbeit wieder mal übernehmen. Aber ich will es gleich so machen, damit wir hier gleich noch das Gras aufsammeln können. Wie viele Sämaschinen stehen eigentlich hier rum? Ah, nein, das ist ein grober. Das ist die Sämaschine. Okay, das stellen wir erstmal dahin. Ich nehme das andere.
Okay, ein bisschen haben wir schon. Ich weiß nicht, ob der das wirklich alles laden kann. Warte mal, ich will mal hier durchfahren. Einfach. Da ist auf jeden Fall reichlich Grünfutter. Verlieren wir natürlich die Hälfte hier in jeder Kurve. Okay, 5000, das ist ja schon fast für unsere paar Kühe genug. Oh. Das kann ich nicht ummähen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, da kann ich rüberfahren. So, da geht's auch nicht. So, ich würde sagen, das reicht erstmal. Für den Anfang, ja, da haben sie erstmal wieder ein bisschen, da können sie auf jeden Fall schon wieder ein bisschen Milch produzieren. Ja, da ist ja auch alles vollgesaut, hier ist ja kein Wunder, wenn die nix, kein Gras mehr haben. Sie nehmen nicht mal alles. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. So, jetzt schauen wir mal. Gras haben sie jetzt hier noch. 17 Kühe haben wir. Und dann habe ich ja gesagt, vielleicht sollten wir ein bisschen uns um die Schafe kümmern. Die sind da hinten bei einem Feld 9. Über Feld 9. Wir haben natürlich noch keine Schafe, aber das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. So, und auf dem Weg dahin mähen wir einfach hier lang.
dann haben wir auf jeden Fall schon mal Futter für die Schafe, wenn wir angekommen sind. Ich hoffe, ich kann gerade Schafe da vor Ort kaufen, weil ich habe keinen Viehtransporter. Der kostet mir noch zu viel Geld. So, irgendwie ist das Schneidwerk zu groß. Der Ladewagen kann immer gar nicht alles mitnehmen da. So, der hat schon wieder 6000 Liter Gras geladen hier. So, wir haben 174.000. Das ist nicht schlecht. Das reicht aber noch nicht für einen Drescher. Jetzt ist die Frage, wir könnten natürlich die 174.000 in Schafe umtauschen. Das gibt eine Menge Schafe. Sehr viel Schafe. Das wäre auf jeden Fall mal hier die Schaffarm. Da kommt wahrscheinlich die Wolle hin. Da kommen die Schafe rein. Da kann ich sie bestellen. Gras. Wasser. So, wir laden erstmal das Gras ab. Können wir wahrscheinlich nicht viel abladen. Weil wir noch keine Schafe haben. Sehr schön. Schön dagegen gefahren. Einmal frei. Genau so wollten wir es. Okay, das reicht für 6 Tage. Aber für wie viel Schafe? So. Warte mal, wie viel kriege ich denn dafür? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 40 Schafe. 40 Schafe und die Lieferung kostet 6.000. Das ist natürlich viel. 40 Schafe. Ob wir dann jemals so viel Wolle rauskriegen, ist natürlich das andere. Bin mir irgendwie nicht sicher, ob ich wirklich so viel Schafe kaufen soll. Oder Kühe. Kühe haben wir 17. Und Kühe kriege ich denn... Da klingt schon mal nicht schlecht.
Ich würde sagen, 30 Kühe bestätigen. Jawohl. Das ist fertig hier. 30 Kühe haben wir jetzt. Boah, ist das ein Wetter. Wo sind denn die alle? Alle da drauf? Okay, die geben natürlich ordentlich Milch. So, und Schafe. Ich würde trotzdem noch Schafe kaufen. Wieso sind hier offen? Das ist ja schön. Leider regnet es rein. Kühe und Schafe ist unsere neue Einnahmequelle. So, jetzt kann ich natürlich nicht mehr allzu viele Schafe kaufen. 22. Okay, das Geld ist weg, die Schafe sind da. Wir können jetzt hier noch mehr Futter reinkippen. Da reicht es wieder für ein Weilchen. So, wie sieht es jetzt bei den Kühen aus? Die haben jetzt auch wieder zu wenig Futter. Das ist natürlich klar. Die Schafe haben kein Wasser. So, jetzt muss ich mal schauen, haben wir da ein extra Wasserfass oder konnte ich mit einem von denen da Wasser fahren? Okay, da sind Gärreste drin, das ist blöd. Da ist nichts drin, aber da kann ich glaube ich bestimmt kein Wasser fahren. Muss ich mal schauen. In die Garage haben wir nichts mit, was wir da Wasser transportieren können. Und doch irgendwas, um die Viecher Wasser zu geben. Benzin. Gülle, Gärreste. Gülle, Gärreste. Wasser. Ui, da muss ich aber. Da muss ich ein Weilchen fahren. So, wo steht denn das Wasserfass? Ich kann es nicht sehen. Wo ist denn das hin? Wer hat's versteckt? Also hier steht's auch nicht. Das ist doch so ein kleiner scheiß Anhänger. Den musst du doch irgendwo, habe ich den doch sicher hier hingestellt. Sieht ihn einer? Ich sehe ihn nicht.
Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der hin? Hier ist er nicht. Ist er da drin? Das ist auch nicht drin. Hä? Wie viel Schulden habe ich eigentlich? Puh! 300.000 plus. So, ich muss mal das Teil suchen. Wo soll denn das sein? Da. Sagt er mir, sollte. Sollte irgendwo da stehen. Steht's da drin? Nee. Ah, da hinten. Ich hab's gesehen. Alles klar. Wir stellten das da hinten hin. Mann, ey. Ja, das wird vielleicht jetzt ein bisschen mickrig werden. Das sieht zwar süß aus, aber das kann ich bald nicht mehr, das kann ich so nicht mehr verwenden. Was passt denn da rein? 500 Liter, 1000. Puh. 1500? 2000? Okay. Das sieht nicht so groß aus. So, was sagen denn die Kühe? Wie viel Wasser brauchen sie denn? Liter ist nicht allzu viel. So, aber ich kann ja trotzdem mal beim Händler schauen, was es da, was da sonst noch so an Wassertechnik gibt hier. Kann kein Wasser, kann auch kein Wasser, kann hier überhaupt einer Wasser transportieren? Das da. Vielleicht ist bei Tiere irgendwas noch. 7300 Liter. Das ist natürlich schon was anderes. 8000 Liter. Liter. Okay. Und dann haben wir das. 2000 Liter. Das war das günstigste. So, es kosten 41.000. Puh. .000, das ist natürlich viel günstiger. Kühlweil. Okay, die Kühe haben erstmal genug Wasser, aber die Schafe haben noch kein Wasser. Also wir haben das ganze Geld wirklich in Tiere investiert. Da werden jetzt wieder einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Aber wenn wir das richtig anstellen und vielleicht sogar die Kühe noch Kraftfutter geben können, dann kommt da auch Geld rein. So, und ob bei den Schafen hinten eigentlich irgendwie so ein Wasserdingens ist, müssten wir mal schauen. Sonst könnten wir uns noch so einen kleinen Anhänger hier kaufen. Einen für die Kühe und einen für die Schafe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob bei den Schafen hinten überhaupt irgendwo Wasser vorhanden ist. Kann man auch nichts sehen. Ich hoffe bloß, die Schafe produzieren auch so viel, damit ich die bald wieder die Investitionen raus habe. Die müssen mal 100.000 erstmal wieder locker machen, die Schafe, an Wolle, damit es sich lohnt. So, irgend so ein großer Turm steht da. Das ist schon mal nicht schlecht. Das gefällt mir schon mal. Das sieht aus wie Wasser. Hier vorne ist auch noch Wasser. Das sollte eigentlich gut sein. So, Schafe, Wasser, jawohl. Die Kühe produzieren schon wieder 72%. Da fehlt jetzt noch das Kraftfutter. Und die Schafe können genau fast 2000 Liter vertragen an Wasser momentan. So, dann haben wir da noch einen Wasserturm. Da können wir ja sicher Wasser uns holen. Jawohl, das funktioniert tipptopp. Kann ich da eigentlich hochgehen? Das sieht so fast danach aus. Ach komm schon. Mein Junior würde das irgendwie wieder hinkriegen. Okay, ich muss ja auch nicht hoch. Also Wasser haben wir hier auf jeden Fall. Okay, das wäre es erstmal, glaube ich, heute. Wir haben das Feld angesehen, wir haben uns noch eine zweite Sorte Tiere an Hals gebunden hier. Wir haben jetzt Schafe und wir haben Kühe. 30 Kühe, 22 Schafe. Die sollten jetzt anfangen zu produzieren. Kraftfutter wäre natürlich noch für die Kühe ganz, ganz toll. Aber das kommt vielleicht noch.
So, ich muss natürlich die Kühe auch noch sauber machen. So, wir wollen nachher hier das ganze Stroh weg haben. Wir haben ja noch ein Lager hier, wo wir das einlagern können und damit wir es nachher da rausnehmen können. So, jetzt sieht es auch schon fast wieder gut aus hier. Aber ich weiß nicht, ob ich alles reinbekomme. Doch, kriege ich. Tipptopp. Muss ich sie noch sauber machen? Dann produzieren sie vielleicht auch schon wieder ein bisschen mehr. Okay. So, jetzt sind sie eigentlich wieder sauber. Jetzt bräuchten sie noch Silage oder Heu. So, eigentlich wollte ich schon längst hier ausmachen. So, wir gucken mal, ob wir überhaupt Heu haben. Mann, das wäre sehr gut hier hingestellt, das Teil. Stroh, Heu, aber nichts. Wir haben nur Stroh. Das ist natürlich schade. Wir sollten auf jeden Fall Heu einlagern hier. Okay, das wäre es erstmal für heute. Wir müssen noch Heu machen und so weiter und so fort. Aber wir haben alles geschafft, was wir heute machen wollten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.